Endlich! Auf dieses Feature habe ich als Texter wirklich sehnsüchtig gewartet. Und ich glaube, auch für viele von euch, die in der Unternehmenskommunikation arbeiten, im Marketing, in einer Redaktion oder einfach für alle, die Texte in ChatGPT entwerfen lassen und dann nochmal stark überarbeiten, ist dieses Feature hier ein echter Gamechanger. Ja, ich weiß. Der Titel ist nicht sehr originell. Fast jedes Video zu ChatGPT Canvas hat Game Changer im Titel. Aber wisst ihr wieso? Es ist einer. Bislang läuft es doch so. Du hast ein Briefing und einen super Prompt geschrieben und bittest ChatGPT jetzt, dir einen Textentwurf zu liefern. Und der kommt als Antwort im Chatverlauf. Wenn du jetzt eine Überarbeitung machen willst, musst du wieder einen Prompt schreiben und du kriegst wieder den ganzen Text in der Antwort ausgespielt und das immer wieder und immer wieder. Und darauf habe ich persönlich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust und meistens kopiere ich mir dann einen dieser ersten Entwürfe in ein separates Dokument und redigiere dort einfach weiter. Und genau das könnte sich jetzt radikal ändern. Denn ChatGPT Canvas hat eine Benutzeroberfläche, die Texterherzen höher schlagen lässt. Zunächst müsst ihr oben bei den Modellen GPT-4o with Canvas auswählen. Dann schickt ihr einen Prompt ab. Zu Anschauungszwecken hier mal ganz vereinfacht. Bitte entwirf einen Blogartikel zu KI in der internen Kommunikation. Anschließend teilt sich die Benutzeroberfläche in einen Chatverlauf am linken Rand und in eine Art Textdokument auf etwa 3/4 des Bildschirms. Und jetzt wird es interessant. In diesem Canvas kannst du den Text manuell umschreiben oder die Formatierung ändern, also sogenanntes Inline-Editing. Du kannst Abschnitte oder einzelne Wörter markieren und ChatGPT gezielt nach Feedback fragen oder es darum bitten, Änderungen und Bearbeitungen am Text vorzunehmen. Unten rechts findest du außerdem ein Icon mit weiteren Funktionen. Das sind aktuell Bearbeitungen vorschlagen, Länge anpassen oder Leseniveau anfassen, beides mit Schieberegler, letzten Feinschliff vornehmen und Emojis hinzufügen. Auch sehr wichtig, oben rechts kannst du dir die Änderungen anzeigen lassen und du kannst vorherige Versionen wiederherstellen lassen. Stand jetzt im Oktober 2024 ist ChatGPT Canvas noch in einer Beta-Phase, hat doch noch so die ein oder anderen Bugs, zumindest ist das bei mir so gewesen, und es ist auch noch nicht in der freien, kostenlosen Version von ChatGPT verfügbar. Aber das kann sich natürlich ändern. Das haben wir ja bei alten, anderen Features auch gesehen, dass sie nach und nach in die kostenlose Version übergegangen sind. Aber für alle mit Plus, Teams oder Enterprise-Account heißt es, probiert es unbedingt aus und sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren, ob ihr das Feature schon getestet habt, wie ihr es findet und für welche Anwendungszwecke ihr es schon im Einsatz habt. Bis bald!